So, ja, es ist, glaube ich, Zeit, uns ein bisschen eine sehr wichtige Frage zu widmen. Sehr geehrte Frau Dr. Leitner, lieber Herr Hasenkamp, lieber Oliver, liebe Panelistinnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen im nordischen Fellesüß. Viele von euch waren wahrscheinlich noch nicht hier. Das ist also ein gemeinsames Haus, gehört den fünf nordischen Botschaften, die ja alle hier oben schön zusammenleben. Und heute ist ja der internationale Wassertag, Weltwassertag sogar. Es ist auch der Tag, wo der wichtige UNO-Konferenz, der Wassergipfel bei den Vereinten Nationen anfängt. Und genau dessen wollen wir uns widmen. Wir wissen alle, dass wir ohne Wasser nicht weit kommen. Das ist ein grundlegendes Thema für unser Leben, für unsere Umwelt, für das Klima. Und dazu auch noch eine ganz wichtige Rolle für die Umsetzung der Agenda 2030. Die Umsetzung ist auch bei der schwedischen EU-Ratspräsidentschaft sehr wichtig. Wir wollen ein Europa, die sicherer, grüner und freier ist. Also Grün spielt bei uns eine sehr große Rolle. Und wir haben ja diese EU-Ratspräsidentschaft in diesem halben Jahr. Am Montag hat Antonio Guterres den letzten Bericht des Weltklimarats IPCC vorgestellt. Und er sprach wortwörtlich von einer tickenden Zeitbombe. Der Weltklimarat hat in ganz deutlichen Worten gesagt, dass uns noch ganz wenig Zeit bleibt, wollen wir das Klima retten und damit auch Wasservorrat und viel, viel mehr. Die zunehmende Dürre, deshalb merken wir jetzt schon in Deutschland, ist ein Problem. Wir können noch einigermaßen damit leben. Aber ich möchte gar nicht daran denken, was passiert, wenn die Gletscher in Himalaya schmelzen, für die Wasserversorgung von Milliarden von Menschen in Asien. Deswegen finden wir, Schweden und auch die EU-Ratspräsidentschaft, es ist wirklich höchste Zeit, dass wir das Wasserthema ganz oben auf unsere Prioritätenliste setzen. Und ich freue mich auf ganz spannende Diskussionen von unseren ExpertInnen. Wir haben auch ein Grußwort vom WaterAid-Botschafter Jan Eliasson. Das ist ein alter Kollege und guter Freund von mir. Er war unter anderem, wissen Sie vielleicht, schwedischer Außenminister. Er war auch stellvertretender Generalsekretär unter Ban Ki-moon in New York. Und der hat schon vor 15 Jahren das Thema Wasser als Konfliktursache thematisiert. Und wir wissen ja jetzt schon, dass es zu Konflikten führen kann, wenn wir Wassermangel haben. Schauen Sie nur auf Zentralasien oder Lake Tschad. Sieht nicht schön aus. Ich freue mich auch, dass wir eine Live-Schaltung haben. Und zwar mit meinem guten Freund und Kollegen Magnus Lennartsson und auch mit dem Ostafrika-Experten von WaterAid, Sunny Singh. Ich möchte mich auch an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken bei unseren langjährigen Kooperationspartner DGVN. Ich weiß nicht, bestimmt haben wir 7 oder 8 Mal gemeinsam solche Veranlassungen gehabt. Und auch an unsere neuen Partner von WaterAid. Es ist sehr schön. Bevor ich das Wort jetzt an Frau Dr. Leitner übergebe, möchte ich symbolisch, weil wir das noch können, euch alle ganz herzlich willkommen heißen, mit Berliner Wasser, sauber und wunderbar, ein bisschen mit Geschmack. Und als wir ja Schweden repräsentieren, gibt es keine Veranstaltung ohne ein Skål. Also herzlich willkommen und Skål. So, Frau Dr. Leitner, Sie haben jetzt das Wort. Dankeschön. Herzlichen Dank, Herr Botschafter Törensen. Liebe Anwesende hier im Saal und die, die also online dabei sind, auch ich heiße Sie herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung.
Und auch wir möchten von Seiten der DGVN natürlich unseren Dank aussprechen für die gute Zusammenarbeit, die langjährige Zusammenarbeit mit der schwedischen Botschaft und den Beitrag, den WaterAid mit seiner Expertise zu dieser Veranstaltung leisten wird. Wir haben es gehört und wir wissen es, Wasser ist lebenswichtig und nicht nur für die Menschen. Auch Pflanzen und Tiere brauchen es. Aber wachsender Bedarf und der schon angesprochene Klimawandel machen Wasser inzwischen zu einer knappen Ressource. Selbst dort, wo es bisher im Überfluss zur Verfügung stand. So stellt uns die Versorgung von sauberem Trinkwasser und gereinigtem Wasser für und vom Sanitärbereich vor neue Herausforderungen, die wir meistern müssen. Denn sauberes Wasser ist unerlässlich für die menschliche Ernährung, Hygiene und für unsere Gesundheit im Allgemeinen, aber auch für eine gerechte Verteilung unter den Menschen auf dieser Erde. Wir wissen, wie viele Menschen nach wie vor keinen Zugang zu einer sicheren Wasserversorgung haben. Wir wissen auch, dass der Zugang allgemein anders gemanagt werden muss. Nicht nur, um die Unterversorgung in den Griff zu bekommen, sondern auch, um die Verschwendung und zunehmend die Verschmutzung des Wassers zu reduzieren. Seit 2010 ist der Zugang zu sauberem Wasser und gesicherter Sanitätsversorgung ein Menschenrecht. Der Druck, der damit auf staatliche Instanzen und Wasserversorgungsbetriebe gelegt wird, ist deutlich gesteigert worden. Die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen, die schwedische Botschaft und WaterAid, wir haben es gehört, haben aus Anlass des Wassergipfels in New York, der erste übrigens seit 40 Jahren, hier und heute eine hochkarätige Veranstaltung organisiert, die uns allen, ob nun hier im Saal oder online, sicherlich viele Anregungen geben wird, Lösungen für die globalen, aber auch für die lokalen Probleme zu finden und uns so der Erreichung des SDG 6 ein gutes Stück näher zu bringen. Ohne viele weitere Worte möchte ich nun das Mikrofon an Jan Eliasson weitergeben. Sie haben es gehört, Herr Eliasson ist heute Botschafter für WaterAid, aber viele werden ihn noch kennen als stellvertretenden Generalsekretär der Vereinten Nationen und als schwedischen Außenminister. Lieber Herr Eliasson, Sie haben das Wort. Ich danke Ihnen für diese Einladung. Ich bedauere sehr, dass ich auf Englisch meine Darstellung präsentiere, aber das ist einfach auf Englisch zu machen. Dankeschön. First of all, thank you very much, all of you, for arranging this discussion on the key international issue of water. I thank the embassy, my dear friend Per Turesson, a colleague and friend from both mediation and work in the UN. And I also thank the German UN Association, which carry the banner of international cooperation for us in Europe so strongly. And of course, my home organization, WaterAid, which I created or was part of the creation in Sweden some years ago. I'm glad you also connect to the International Water Conference taking place in New York simultaneously with the presentation of this discussion. You have chosen a key issue to discuss, an issue of survival. An issue of growing importance for people and for nations. And the timing is, I think, perfect. And by you sending this program to New York and connecting with them and their deliberations, you're also, in a wonderful way, connecting the national with the international. I think that is what brings the dynamics into global cooperation. My engagement with water started in Somalia, 1992. I was responsible for the
humanitarian operations of the UN at the time. And I came to the nightmare of the civil war and the starvation in Somalia. I was there going around the country and seeing the horrors of not only the war, but also starvation and death. I saw several children die in front of me. They hadn't died out of wounds from fighting in the war. They had died from diarrheas or dysentery or dehydration. And when I saw that several times, I promised myself that for the rest of my life, I would give the water issue priority. And I have done so and still do it. I continued to work both from the Swedish perspective as Deputy Foreign Minister, but also as Under Secretary General of the UN to create the first goals, the Millennium Development Goals, which had water as one of them. I was the one of the ambassadors, they called it, for the time on the water issue. And I then continued with the Sustainable Development Goals negotiation when I was appointed Deputy Secretary General of the United Nations, the number two assistant to Ban Ki-moon, the Secretary General. This was 4 years of negotiation with my successor, Amina Mohammed, very much in charge also. And we were happy to introduce new and dynamic approaches to water, the water issue, and to generally to development. We saw the work as part of a formula, which I would formulate as saying, there is no peace without development, but there is no development without peace. And there is no peace or no development without respect of human rights. So these three aspects are connected. And that's what we try to show in the Sustainable Development Goals. For the Water Conference, of course, this week, the issues are dramatic on the issue of development and sustainable development. First of all, it is a question of having clean water for the enormous number of people without access to clean water. Secondly, it is extremely important to make sure that the even larger numbers of people without sanitation, without toilets, to put it plainly, will be reduced because there are serious health risks involved with the present situation. And thirdly, you have to connect also to the very issues of human behavior, hygiene. So water, clean water, sanitation and hygiene are connected. And that goal number six of the SDGs is there. And what I think is important for all of us to understand is that the goals are interconnected. Water is one goal in itself, but it is not existing in a silo, because it is connected very strongly to the issue and to the goal of health. It is also connected to the goal of equality between men and women and girls and boys, not least. It is connected to extreme poverty. It is connected to education. So four or five other goals of both the MDGs and now the SDGs are connected. And it's very important that we see that this relationship, this interrelationship be strengthened. We cannot solve problems in isolation. We have to see them as connected to each other. Another development which I wanted to also point out is the importance of water for security. In fact, for peace. Water is peace. Water is development. And water is human rights. It is a basic human right also, accepted by the General Assembly and the Human Rights Council. But it is peace, and it is really now a very crucial issue to make sure that water is not a primary reason for conflict in the world. We see signs that shows great dangers. I was mediating in the Darfur conflict, and I saw horrible examples of dogs being thrown into wells to scare off the population into the camps. In other words, it was a tool of war, water. And now there are disputes between countries on the dams that connect to countries, between Egypt and Ethiopia,
between Tajikistan and Uzbekistan and so forth. And of course, now with the climate change, which is a basic survival issue for us, you see also the risk that droughts and floods become of such nature, such horrendous nature, that people have to flee. And that creates movements of people in large numbers and pressures on both the countries of transit and the countries of destination, and with also political problems. So the water issue is a crucial issue to handle, and both from the perspective of human dignity, I remember the children in Somalia, but also from the perspective of economic development and human rights, and of course peace. So it is a perfect issue for you from the German perspective, and the fact that you gather together and bring the energy from the groups who feel that these issues are important, and send that over to New York, and by that inspire and strengthen them in their deliberations so that we can have action coming out of words. So I thank you for the honor of giving this introduction to your meeting, and wish you all the best. Alles Gute, und ich danke Ihnen recht herzlich für diese Möglichkeit. Dankeschön. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, sehr geehrte Gäste, ich freue mich, Sie ebenfalls noch einmal ganz herzlich begrüßen zu dürfen zu dieser Veranstaltung. Mein Name ist Oliver Hasenkamp, ich arbeite im Generalsekretariat der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen und werde gleich als Moderator durch die Podiumsdiskussion leiten. Zunächst erst einmal ein ganz herzliches Dankeschön noch einmal an Jan Eliasson für diese, ich finde, ja doch sehr eindrücklichen, auch sehr persönlichen Worte, die auf der einen Seite, glaube ich, nochmal sehr deutlich gemacht haben, was eigentlich so selbstverständlich sein sollte, dass Wasser natürlich überlebenswichtig ist und dass es schockierend ist, dass immer noch so viele Menschen weltweit eben keinen Zugang zu sauberem Wasser und keinen Zugang zu sicherer Sanitärversorgung haben. Auf der anderen Seite hat er, glaube ich, auch sehr, sehr gut dargestellt, wie sehr Wasser ein Querschnittsthema ist, dass es eine Grundlage für nachhaltige Entwicklung ist und dass wir viele der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der SDGs, ohne Wasser nicht erreichen können. Und ich glaube, über viele dieser Aspekte, die er angesprochen hat, können wir gleich dann in der Podiumsdiskussion auch noch ausführlicher sprechen und ein bisschen in die Tiefe gehen. Und wie ja auch schon angekündigt worden ist, werden wir dann im Laufe der Podiumsdiskussion auch noch eine Live-Schaltung nach New York haben, um ja dort aus erster Hand Eindrücke vom UN-Wassergipfel zu bekommen. Jetzt möchte ich aber erst einmal unsere Podiumsgäste hier in Berlin ganz herzlich begrüßen und dann auch nach vorne zu mir hier aufs Podium bitten. Zunächst erst einmal Alexia Knappmann, sie ist die Deutschland-Repräsentantin von WaterAid. Dann Nevin Subotic, er ist der Vorstandsvorsitzende der N2S-Stiftung, die, wenn ich richtig informiert bin, sich just heute ganz offiziell umbenannt hat in Welfare, dem einen oder der anderen vielleicht auch noch bekannt als Profifußballspieler, früher unter anderem bei Borussia Dortmund, aber auch hier in Berlin, bei Union Berlin eine Zeit lang. Und dann freue ich mich, dass wir Anna Berg heute auch hier haben. Sie ist Klima- und Wasserpolitikberaterin bei der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Schön, dass ihr hier seid. Ich muss mich vielleicht vorab ganz kurz entschuldigen. Ich weiß nicht, ob man es hört, meine Stimme ist ein klein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, mit Hilfe des Wassers hier aus der Flasche vor mir werde ich das aber trotzdem gut schaffen im Laufe der Podiumsdiskussion. Ja, Alexia, wir haben schon gehört in der Einleitung, aber auch bei Jan Eliasson gerade, wenn wir über Wasser sprechen, dann geht es ja nicht nur um Zugang zu Trinkwasser, sondern auch Wasser für ganz viele weitere Zwecke. Und dann sprechen wir in der Entwicklungszusammenarbeit, auch bei den Vereinten Nationen, eigentlich auch immer im selben Atemzug auch von Sanitärversorgung und Hygiene. Im Englischen spricht man dann auch von WASH, die Abkürzung steht für Water, Sanitation and Hygiene.
Warum ist das so wichtig, diese Bereiche zusammenzudenken? Und was sind derzeit da in dem Bereich, wenn du es versuchst, ganz kurz zusammenzufassen, die größten Missstände und deine Hoffnung, was der UN-Gipfel dort leisten kann oder was für Signale der Gipfel senden kann in dem Bereich? Ja, hallo, sehr gerne. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Wir sind ja auch Mitveranstalter und ich freue mich sehr, dass Sie alle hierher gefunden haben und die Daheimgebliebenen sozusagen, die nicht nach New York gereist sind und gemeinsam mit uns auf dieses wichtige Thema blicken. Ja, Oliver, du hast es gesagt und ich glaube, es ist auch wirklich gerade schon deutlich geworden. Wasser ist völlig klar. Es ist ein zentrales Thema für die Würde, für ein selbstbestimmtes Leben. Aber es ist wirklich wichtig, diesen Dreiklang Wasser, sichere Sanitärversorgung und Hygiene gemeinsam zu betrachten. Weil ja, ohne sicheres Wasser ist kein Leben möglich, das ist klar. Aber ohne sichere Sanitärversorgung ist eigentlich kein sicheres Wasser möglich. Und wir sehen das sehr, sehr viel in der Welt, dass tatsächlich das Einführen von verschmutzten, verunreinigten Wasser in die Umwelt eine der Hauptverursachungen von Verschmutzung darstellen. Das führt zu einer massiven Krankheitsbelastung der Gemeinden, die dann dort wiederum das Wasser beziehen müssen für ihre Versorgung. Ja, weltweit ist das verunreinigte Wasser durch Fäkalien, aber auch durch Industrieabfälle, wie gesagt, eine der zentralen Herausforderungen, was sozusagen die Wasserqualität betrifft. Das Thema wird noch verschärft durch den Klimawandel, auch durch Dürren, die natürlich sehr schleichend sozusagen sich bemerkbar machen und dadurch dann beispielsweise Flüsse immer weniger Wasser transportieren, dadurch die Konzentration von eingeführten Verschmutzungen immer höher wird und das merkt man halt erst sehr schleichend und dadurch kann natürlich nochmal ganz besonders viel Krankheiten auch entstehen in den betroffenen Gemeinden. Also es ist wirklich sehr, sehr wichtig, diesen Dreiklang im Blick zu haben und der ist noch gar nicht so alt. Der Dreiklang ist tatsächlich erst in den 2000ern als Dreiklang sozusagen eingeführt worden in den Vereinten Nationen, mit sehr vielen Diskussionen verbunden und hat sich erst jetzt über die letzten Jahre etabliert, wirklich auch als Abkürzung WASH, eben als Water Sanitation and Hygiene. Was damit häufig noch vergessen wird, ist die Menstruationshygiene. Die nenne ich dann immer gerne noch mit. Einmal hier das Menstruationsbracelet auch in die Kamera halten. Das ist natürlich auch ganz wichtig für die Gleichstellung, für die Teilhabe von Frauen und Mädchen, für die Bildungsgerechtigkeit, natürlich auch für ein würdevolles Leben ohne Stigma. Das ist sozusagen der grobe Abriss, was ist eigentlich WASH und warum ist das so wichtig? Und die zentralen Herausforderungen, ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Perspektiven drauf und ich würde gerne drei verschiedene Perspektiven hier kurz sozusagen skizzieren. Das eine ist natürlich die Situation von den Menschen, die betroffen sind. Die Menschen, die kein Wasser haben, die keinen sicheren Zugang zu Sanitärversorgung, zu sicherem Wasser, zu Hygiene haben, also dadurch dann auch keine Möglichkeit für Basishygiene haben, aber auch zum Beispiel für Lebensmittelhygiene. Leben mit einer erhöhten Krankheitslast. Wir haben das gerade gesehen, noch bis heute. Wir sind jetzt wie lange hier drin? Eine halbe Stunde. Also 15 Kinder sind gestorben, seit wir hier drin sitzen, an Durchfallerkrankungen. Alle 3 Minuten stirbt ein Kind unter 5 an antimikrobiellen Resistenzen. Das sind alles Krankheiten, die sind vermeidbar mit sicherem WASH. Bei antimikrobiellen Resistenzen kommen weitere Faktoren dazu, das ist klar. Aber sozusagen die erhöhte Krankheitslast und die Infektionsraten führen eben zu einem erhöhten Overuse von Antibiotics, eine der Hauptursachen für immer eine weitere Entstehung von Resistenzen. Wir haben aber auch, wie gesagt, das Thema Bildungsgerechtigkeit. Wir haben sehr viele Kinder, die nicht in die Schule gehen können, weil sie Wasser sammeln müssen mit ihren Müttern meistens. In 8 von 10 Haushalten sind Frauen diejenigen, die das Wasser sammeln. Wir haben daneben auch die Frage von Müttergesundheit, Neugeborenengesundheit. Als ich schwanger war, wurde mir jede Einkaufstüte aus der Hand genommen und mir wurde gesagt, trag bloß nicht so schwer, das ist nicht gut, denk an deinen Beckenboden. in den Ländern, in denen wir arbeiten, tragen Frauen kiloweise Wasser bis zur Geburt. In vielen Krankenhäusern gibt es kein Wasser. In jeder zweiten Gesundheitseinrichtung weltweit gibt es keine Möglichkeit, für Krankenschwestern, Ärztinnen und pflegende Angehörigen sich die Hände zu waschen an Points of Care und an den Toiletten, in Klammer auf, wenn es überhaupt eine Toilette gibt. Das heißt, diese Frauen bringen ihr eigenes Wasser mit zur Geburt, wenn sie überhaupt dort erleben. Und das Problem ist tatsächlich, dass dann dort natürlich auch sehr viele Infektionen passieren und das kostet sehr vielen Frauen das Leben und das wäre völlig vermeidbar. Und das bringt mich auch zum zweiten Thema,
der zentralen Herausforderung, wenn ich noch darf. Du darfst natürlich noch, aber gerne vielleicht ein bisschen kürzer fassen, weil ich auf jeden Fall eine Runde hier auf dem Podium machen möchte, bevor wir dann auch die Live-Schaltung geplant haben. Okay, ich reiße es nur kurz an, mit Blick auf New York. Ich glaube, was ich mich wirklich gefragt habe, auch im Vorfeld der New York Konferenz, dringen wir durch als Wassersektor, als Wash-Sektor, auch auf der politischen Ebene. Wenn wir uns die Reden anhören von PolitikerInnen und Politikern, dann hören wir jetzt gerade eine gebetsmühlenartige Wiederholung von immer den gleichen Zahlen. Wie viele Menschen haben keinen Wasserzugang im Umfeld ihres Hauses? 771 Millionen. Wie viele Menschen haben keinen sicheren Zugang zu Hause? Jeder Vierte. Wie viele Menschen haben keinen Zugang zur sicheren Sanitärversorgung? Jeder Zweite. Aber diese Zahlen, was sagen die aus? Weil es ist ja mitnichten ein globales Problem. Es ist nicht 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sondern es ist eine globale Ungleichheit und es ist natürlich auch in den Regionen unglaublich ungleich verteilt. So, also diese Fragen müssen wir uns stellen. Wie erreichen wir eigentlich Stakeholder, die Entscheidungen treffen? Und wer wird in New York gehört? Und der allerletzte Punkt. Und dann bin ich fertig. Aber der ist wichtig. Uns fehlt eine Governance. Uns fehlen Strukturen. Der Wassersektor hat keine globale Governance. Es gibt keine World Water Organization, die irgendwie gucken würde, dass alle Themen im Wasserbereich einmal im Jahr, ähnlich wie die COP, aufs Parkett kommen. Das ist die zweite Wasserkonferenz seit 46 Jahren. Und sie wird noch nicht mehr von den Vereinten Nationen, sondern von Niederlanden und Tadschikistan ausgerichtet. Und solange das so ist, dann fragt man sich schon, was kann dabei jetzt rauskommen? Und das zentrale politische Dokument gibt es nicht. Das zentrale Dokument, was wir aus New York erwarten, ist eine Sammlung, die Water Action Agenda. Und die wird sehr wichtig. Aber das ist eine Sammlung an freiwilligen Beiträgen von Staaten, NGOs, zivilgesellschaftlichen Organisationen, aber auch wirtschaftlichen Unternehmen, die ihre Beiträge sammeln. Und das ist super, das ist inklusiv. Aber es ist auch so, dass es niemanden gibt, der guckt, sind das überhaupt die richtigen Maßnahmen? Und sind wir mal ehrlich, es gibt auch niemanden, der guckt, ob das überhaupt umgesetzt wird. So, das sind, glaube ich, die zentralen Herausforderungen politisch und auch für die Menschen. Danke. Vielen Dank, Alexia, für diesen umfassenden Überblick und auch, dass du uns nochmal ja, die wirklich dramatischen Zahlen genannt und in Erinnerung gerufen hast. Und ich glaube, vieles von dem, was du angesprochen hast, können wir dann auch nochmal in der Diskussion vertiefen. Gerade die Frage der freiwilligen Beiträge ist ja eine, die doch bei vielen UN-Konferenzen noch immer wieder auftaucht, die Frage der Verbindlichkeit. Nevin, wir haben ja heute, das haben wir auch schon gehört, nicht nur den Start der Internationalen Wasserkonferenz, sondern auch den jährlich wiederkehrenden Weltwassertag. Und das diesjährige Motto ist, be the change you want to see in the world. Also sei selbst die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest. Was ist denn aus deiner Sicht das, was naja, vielleicht von dem UN-Gipfel auf globaler Ebene ausgehen könnte und ausgehen müsste an Veränderungen, die notwendig sind, aber auch das, was jeder Einzelne beitragen kann zu Veränderungen. Ja, also vielen Dank erstmal für den ersten Beitrag. Da haben wir alle mitgenickt und schon sehr viele Punkte wurden sehr früh auf den Tisch gestellt und auch sehr viel Zuspruch von meiner Seite. Also vielen Dank dafür. Ich glaube, so Be the Change ist für mich zum Teil auch ein schwieriges Konzept, weil klar, wenn du kein Wasser hast, dann kannst du noch so sehr den Leuten hinterherlaufen und sagen, ja, Be the Change, Be the Change. Das ist eine Redewendung, die wir, glaube ich, in unserem Diskurs ein bisschen verändern müssen. Es geht nicht darum, Be the Change und veränder irgendwas, weil die Frage ist ja eigentlich, wieso? Wieso sollte man das tun? Weil man ein netter Mensch ist oder ein schönes Land, das irgendwie Menschenrechte hochhält. Es geht, glaube ich, vor allem aus einer historischen Verantwortung heraus, ja? Aus einer ökonomischen Ausbeutung heraus, dass sich Sachen verändern müssen. Also Be the Change kommt dann daher und das, glaube ich, zu sehen, ist häufig so fehl, wird gar nicht besprochen, sondern es ist häufig sind es so eine rein technische Lösung, die man sucht. Ja, wir brauchen bessere Governance, ja, absolut, so klar. Wir brauchen auch eine Finanzierung, also bei wir sage ich nicht als Organisation, sondern auch Länder, Behörden, lokale Behörden brauchen mehr Geld. Ja, das muss dann auch eher irgendwo herkommen und das sollte auch aus Verantwortung her, glaube ich, aus den Ländern kommen, die Möglichkeiten haben. Deutschland ist natürlich da eins der größeren Geber.
Aber da geht, glaube ich, noch mehr. Und ich glaube, da müssen wir auch den Fokus dran setzen und eben gedanklich wegkommen von, es wäre schön, wenn oder es ist wichtig, weil es ist eine Verantwortung, die wir haben und die wir momentan halt gar nicht oder nur bedingt nachkommen. Das so diese historische Perspektive. Ich glaube, ich würde es auch kurz dabei lassen, weil wir kommen dann gleich dazu in der Ausarbeitung, was das alles bedeuten kann, auf verschiedene Facetten gerichtet. Und gleich geht es ja dann auch nach New York, da freue ich mich ja Genau. auch drauf. Ja, vielen Dank, Nevin. Vorher aber auch auf jeden Fall an dich, Anna, noch eine erste Frage oder Bitte um eine erste Perspektive aus deiner Sicht. Wir haben jetzt schon so ein bisschen darüber gesprochen, Wasser, Sanitärversorgung sind natürlich entwicklungspolitische Herausforderungen und Themen, aber es ist ja auch ein ökologisches Thema, was in ganz vielfältiger Weise mit dem Klimawandel beispielsweise verbunden ist. Das ist ja dein Arbeitsbereich. Und auch das steht jetzt bei der UN-Konferenz in New York auf der Tagesordnung. Kannst du noch ein bisschen mehr dazu sagen, wie genau Wasser und Klimawandel miteinander verbunden sind? Genau, also auch von mir nochmal herzlich willkommen zu der Veranstaltung. Zu dem Zusammenhang von Wasser und Klimawandel sind eigentlich zwei Sachen zu sagen. Das erste ist natürlich, dass sich die klimawandelbezogenen Auswirkungen vor allem über Wasser bemerkbar machen. Also ich hatte da mal den Satz gehört, wenn der Klimawandel ein Hai wäre, dann wären Wasser die Zähne. Der, finde ich, bringt das eigentlich ganz gut zum Ausdruck, dass man den Klimawandel einfach vor allem über wasserbezogene Auswirkungen zu spüren bekommt. Also wenn wir jetzt nur an Deutschland denken, dann zum Beispiel die Fluten im Ahrtal oder auch der Rhein, der letztes Jahr so Tiefstand hatte, dass man eigentlich die Schifffahrt fast komplett einstellen musste, zeigt ja, wie stark auch wir betroffen sind in Deutschland. Und wenn man dann nochmal auf die globale Ebene geht und jetzt irgendwie an schmelzende Gletscher, an steigende Meeresspiegel und an immer mehr und stärkere Extremwetterereignisse denkt, wie Dürren und Fluten, dann zeigt das ja, dass nicht nur Deutschland, sondern wir alle betroffen sind. Und der Klimawandel sich vor allem über zu viel Wasser, zu wenig Wasser oder auch sich verschlechternde Wasserqualität bemerkbar macht. Und Wasser heißt ja nicht nur, wir haben kein Wasser zum Trinken oder irgendwie die Klospülung funktioniert nicht und die Sanitärversorgung ist eingeschränkt, sondern es betrifft ja dann auch noch ganz andere Sektoren. Also zum Beispiel kein Wasser heißt, Landwirtschaft ist eingeschränkt, kein Wasser heißt, die meisten unserer Ökosysteme können eigentlich nicht überleben, was man ja irgendwie am Fichten- und Kiefernsterben sieht. Und ich finde die Vorstellung von ja, einer Welt ziemlich traurig, in der, weiß nicht, meine Enkel, meine Kinder keine Fichten und Kiefern mehr sehen können. Es hat Auswirkungen auf die Energieversorgung. Also es ist ziemlich tragisch, die Auswirkungen. Aber das bringt mich zu meinem zweiten Punkt, um hier nicht nur Schwarzmalerei zu betreiben, dass Wasser ja ganz zentral und eigentlich so im Herzen von Anpassungs- und Minderungsbemühungen und Klimaaktivitäten steht. Also es ist ja auch letztens vom BMU die nationale Wasserstrategie veröffentlicht worden, wo von Wasserwende gesprochen wird. Heißt, wir brauchen nicht nur die Energiewende, um den Klimawandel aufzuhalten, sondern auch die Wasserwende, um die Auswirkungen und wie stark uns das trifft, abzufedern. Nicht nur in Bezug auf Trinkwasser, sondern Landwirtschaft, Energie und ganz, ganz viele andere Bereiche. Und auch um Energiewende zu schaffen, also Klimaschutz zu schaffen, ist Wasser ganz, ganz entscheidend. Also zwei Punkte zu dem Zusammenhang. Ja, wir spüren den Klimawandel vor allem über Wasser, aber Wasser bietet deswegen auch die größte Chance, um den Klimawandel aufzuhalten und auch ja, um uns an die Folgen, die wir nicht mehr aufhalten können, zumindest in der Form anzupassen, dass es nicht ganz so schlimm wird. Also die beiden Aspekte sind untrennbar eigentlich miteinander verknüpft. Vielen Dank. Anna, auf die Zusammenhänge zwischen Wasser und Klimawandel kommen wir auf jeden Fall heute auch nochmal zu sprechen. Ich habe jetzt tatsächlich das Signal bekommen, dass unsere beiden Gäste, die aus New York zugeschaltet sind, jetzt online sind. Deshalb würde ich ja zur Live-Schaltung kommen und dafür auch in die englische Sprache wechseln, weil die Live-Schaltung auf Englisch erfolgen wird. So I'm very, very glad that we now have the opportunity, the chance to get some first-hand and live perspectives from New York. And I'm glad that we are connected with Magnus Lennartsson, the Deputy Permanent Representative of Sweden to the United Nations. And hopefully also, I cannot see him on the screen so far. I'm also connected to Sunny Singh. Yes, he's also there, the Senior Multilateral Affairs Advisor at WaterAid. Thank you for connecting to this event, and this is a great chance for us to get this really first-hand perspectives from New York. And I would like to start with Magnus.
Magnus, how do you experience the momentum of the UN Water Conference in New York, and what, from your perspective, are the potentials of the conference and your, and of course also your country's, expectations for the outcomes? Well, thank you very much. First of all, can you hear me? We can hear you very well. And do you have a visual? Yes. Okay, very good then. So, no, thanks so much for inviting me to give you a little update live here from the UN headquarters in New York, where I must say this week, it's all about water. And we are very happy that this conference is finally on the way. You know, it's the most recent UN Water Conference was in 1977. And at halftime for the implementation of the Agenda 2030, it really is about time that we collectively address the urgent need to fulfill SDG 6 on clean water and sanitation for all. And this, as we all know, is such an important goal and a really prerequisite for the fulfilling all the other goals in the 2030 Agenda. And we have a fantastic turnout at this conference this week, about 10,000 participants from member states, civil society, private sector, academia, you name it. And I think this is the reason why there is no internet service down on the UN compound. So we had to move this live broadcast from the UN back to the Swedish mission. But you can see the UN headquarters in the background, at least a little bit. So sorry about that. I also want to say that Netherlands and Tajikistan, together with the UN, have done an absolutely superb job in preparing for this conference. We have a delegation here from Sweden as well, quite a numerous one, and it is headed by our state secretary for climate and the environment, and we have lots of civil society participants as well. We're going to see a lot of activities this week besides the plenary statements that are going on in the GA Hall right now as I speak. We have special events, we have 5 interactive dialogues, there are exhibitions all around the UN compound. We have about 500 side events that are being organized at the UN, outside the UN, and virtually during these 3 days of the conference, which will conclude on Friday afternoon. And this morning, I was in a packed UN General Assembly during the opening ceremony and the first plenary meeting, and where the Secretary General of the United Nations opened the conference. The King of the Netherlands and the President of Tajikistan were elected co-presidents. And you can actually follow quite a lot of these proceedings, including all the plenary meetings and several events on UN Web TV. So that's a heads up. I just wanted to say also that the SG made an excellent opening remarks this morning, where he referred to water as really the lifeblood of humanity. It's about food, it's about ecosystems, it's about the biodiversity, it's about prosperity, agriculture, manufacturing, health, hygiene, and really the survival itself. And that water is a human right, but water is in deep trouble. And SG spoke about the vampiric overconsumption and unsustainable use and evaporation of water through global heating. We've broken the water cycle, we have destroyed ecosystems, and we have contaminated groundwater. Three out of 4 natural disasters linked to water. 1 in 4 people lives without safely managed water services or clean drinking water. 1.7 billion people lack basic sanitation. 500 million practice open defecation. And millions of women and girls spend hours every day fetching water. In fact, someone mentioned that every day, 2 million hours, that is 22,000 years per day, are wasted, women and girls collecting water. And the ST also identified 4 key areas, and this is something that we also very much agree on, key areas to accelerate results and to change the present situation. He spoke about closing the water management gap,
the need for national plans, the need for cross-border water management, and also implementation of the UN Water Convention. He spoke about massively investing in water and sanitation systems. We need an SDG stimulus. We need reform of the financial architecture. We need reform in the IFIs and the MDBs. SDRs need to be expanded. Multilateral bank portfolios need also to be vastly expanded. SG spoke about the focus on resilience. Sustainable and disaster resilient infrastructure is needed on a big scale. We need wastewater treatment and many other things. And finally, addressing the climate change. Climate action and sustainable water future are two sides of the same coin. So the SG proposal to the G20 for a climate solidarity pact was something that figured very prominently in his opening remark. We need emission reduction. We need to mobilize finance, and there's a lot of work to do, certainly. So the SG also said that this is more than a conference on water. It is a conference on today's world seen from the perspective of its most important resource. And therefore we need a quantum leap, hopefully this week with this conference, from water as a key driver across economies and policymaking to the recognition of water and sanitation as a human right. We need to move from the integration of water and climate policies to an innovative approach in the use of water in food production. The EU has been very active in preparing for this conference, and here in New York, there's excellent turnout at high level from the EU. The Swedish presidency of the European Union has been chairing the preparations in the working group in Brussels, and some of the key priorities for the EU during this conference, and these of course are also shared by my own country, Sweden, are human rights to water and sanitation, leaving no one behind, water security for socioeconomic inclusive sustainable growth, and also managing, protecting and restoring water and water-related ecosystems as a prerequisite for mitigating the triple planetary crisis of climate change, biodiversity and pollution. Now you know, of course, that this outcome of this conference is not going to be a negotiated document, and maybe that's a good thing. Instead of a watered down document around common denominators, we're going to have something called the Water Action Agenda, and this is really going to be a platform of commitments that member states and other stakeholders can submit during this conference. And in fact, the EU has already committed to submitted 33 commitments as a contribution. And also the focus, of course, on science-based solution and how do we scale up science-based solutions. So more focus on solutions, less on a negotiated compromise as a result of this conference. In fact, we had a similar approach a couple of years ago, last summer, when we organized the Stockholm Plus 50 conference in Stockholm. Of course, the importance of follow-up is absolutely critical. And one of the outcomes that we're hoping for during this conference is not going to happen during this week itself, but it's the SG's establishment of a new position of water envoy. We had this position established for the oceans when we organized Sweden and Fiji, the Ocean Conference a few years ago. And it is also one of the EU's key priorities for this conference. And of course, the aim of an envoy on water would be to contribute to strengthening the synergies between different sectors and give visibility to water in all relevant processes in the UN and beyond. And this morning we had an EU ministerial breakfast here in New York, and we heard actually about water falling between the chairs in the UN system. There are several different agencies that are involved, but there's a lack of coherence, there's a lack of coordination, and no clear focal point institutionally. So, and we want to have a strong UN leadership in the follow-up of this conference. Also, as a follow-up, the president of Tajikistan this morning announced that the next UN Water Conference will take place in 2028
in Dushanbe. So we already have a follow-up process. This is also, as you know, this conference, a very important preparation for the important SDG summit in September here in New York. And SDG 6 will be also under review in the high-level political forum here in New York in July. So it's important that this will be a success in the run-up to the SDG summit. I think we, as we know, multilateralism is under a lot of pressure at this time, not least since Russia's illegal aggression against Ukraine. But we also have to remember that the multilateral system delivers when it must. And we've seen some really great milestones in recent months. We had the loss and damage negotiations at the COP27. We had the biodiversity agreement in Montreal at COP15. And we had the BBNJ, biodiversity beyond in the oceans, beyond national jurisdiction, protecting marine biodiversity only last month. So we're really hoping that water, which is a truly common good, global common good, in need of a more effective global governance, that this conference would be a significant step in that direction. So with that, I want to thank you for organizing this event and good evening from New York. Thank you, Magnus, for this first-hand experiences and perspectives from New York, and also thank you for pointing to several other UN processes that are coming this year, like the SDG summit, and underlining the value of multilateralism, which as someone working for the United Nations Association of Germany, I of course very much appreciate and would support this important argument. But now I would like to turn to you, Sunny, your representative from civil society at the UN Water Conference in New York. What are the key messages and demands from civil society at the UN Water Conference? And what is your perspective on the Water Conference and how it can deliver on these demands? And maybe since we already raised this issue here at the discussion in Berlin as well, what is your view on the voluntary commitments that will be presented at the conference? Is this actually the best way to do it, or would it even better, even if it's difficult, to try to get something more compliant maybe? Thank you, and thank you all for having me. I've just run back from the UN building to take this in my hotel, where it's a little quieter and better connected before I run back out. So, and sorry, no UN building in my background. I echo Magnus, lots of energy at the UN today. The entire water sector seems to be in attendance. I was at a side event earlier today focusing on partnerships and cooperation for water led by the Italian government, which laid out the need to increase political and social attention through joint partnerships and making collective voluntary commitments, as you say. And my initial reflection is that the entire conference is a forum kind of intending to facilitate conversations which may lead to those joint partnerships. Now, my expectation is that many of the important conversations around water will happen between country delegates in the, shall I say, ivory tower of the delegates' lounge, rather than down where I've spent most of my time, which is in the cafe surrounded by other civil society actors. Now, I expect water to be discussed a little for a few bullet points within a briefing by several member states, ideally, before they move on to wider socio-political issues like everyone does, like agriculture and food security. And I reckon they'll emphasize the macro factors of the water crisis and perhaps not consider in that much detail the micro factors. So the communities on the ground that are most affected by a lack of water, sanitation, and hygiene services. And that's what WaterAid is primarily here to do. Where WaterAid is speaking at panel events, we've prioritized the participation of country partners from locations where we have projects, including Tanzania and Ghana, over using CEOs and senior directors to really highlight how
water security, sanitation and hygiene underline household resilience, how WASH can be strengthened to assist with community level hygiene and hand washing, helping prevent and respond to future pandemics, and also reduce the impact of the silent pandemic of antimicrobial resistance. Now, we're also using the conference as an opportunity to embed WASH solutions to tackling the ever-increasing threat of climate change and the growing impact of water-related disasters, like economic disasters too, to communities on the ground. Now, many country delegates that want to make the most out of the conference have intentionally, actively reached out or responded immediately to requests for meetings with civil society actors, whose primary goal here is, of course, to speak directly to those with the power to make that kind of significant change. But I've also heard many, many, many more civil society actors saying they haven't heard a word from many of the delegations they've reached out to, which is concerning, if not unsurprising. I also felt, when I was in the side event earlier, due to how small the conference rooms are for the side events and the gigantic turnout, which is brilliant, that there is little to no opportunity after some meetings to really engage with the content being presented, and grabbing panel members for those ever-important informal chats and intros has proved quite challenging for CSOs. I can often see CSOs running up to presenters as they're about to leave, only for them to say they've got another engagement. Now, it's far easier here to meet with like-minded civil space actors from around the world. I just had a very productive lunch with a great CSO based in Brazil to discuss the nuances in working with the Brazilian government versus many of the donor markets that WaterAid work with, leading to an exchange of strategies and agreement for continued collaboration. Whilst those working on issues such as global health, I feel, tend to work really closely together, this sometimes isn't the case for the WASH sector. So having a conference like this really is a step in the right direction to bring those people together. What we really need to ensure, though, is that these important conversations country delegates are currently having also continue further down the line, which snowball not only into commitments, but a detailed small step by small step roadmap of delivery. Now, this is really important to demonstrate why water, particularly water access, sanitation and hygiene, is a cross-sectoral issue. So lots of ministries like health, climate and agriculture are consistently talking about water at big multilateral moments that aren't specifically dedicated to water. So things like G7 and G20 tracks and perhaps future COP presidencies should be aware of the importance of water in talking about the issues that they focus on. WaterAid earlier held a side event with the US government, which demonstrated why water security, including WASH, is a linchpin for global resilience, why it must be at the top of any sector's agenda to really help push that point on cross-sectoral partnerships when it comes to WASH messaging. As to what's to come for me in particular and for WaterAid in general, we're involved in many side events. So tomorrow morning, we're convening several influential individuals, including ministers and investors, to accelerate investment in water supply, for example. And we're participating as the community voice in events ranging from gender and menstrual hygiene to demonstrating how and why water is and should be seen as a human right. Now, the focus for us in those side events is those side conversations that you can have and the actual contents of those side events, rather than the detailed following of the main sessions which we were talking about earlier, where you often just get pre-prepared statements from delegates boasting about what they've done to date rather than what can be done in the future, which I'm hoping changes in this conference. Now, where we've spoken with leaders so far, we've had very frank conversations with them to figure out how we can work with them to overcome the barriers in the subsector of WASH they're involved in. The people here already know that we have a problem. So civil society's role here is the co-creation of solutions rather than just pointing a finger. So I guess saying all that, to sum up, I'm hopeful. I think many conversations will be had here that won't be tracked by any metric, but will lead to change down the line, ideally really soon down the line. And I'm really looking forward to how the rest of the conference plays out. Thank you for having me here today. Thank you very much, Sunny, for presenting your perspective and the civil society's perspective. I hope you still can hear me because I don't have you on the screen here anymore. Okay, very good. Thank you very much for the civil society perspective and also for
yeah, giving us a glimpse of what is actually happening in New York with so many side events and so many different discussions going on. I would like to once again thank both of you, Sunny, and of course also Magnus once again for giving us these firsthand insights from New York. I think we all wish you the very best for the rest of the conference and for your endeavors at the conference. And I'm quite sure we all hope for strong messages to come out of the conference, and of course, especially to change happening in response to the conference on the ground. So thank you again to New York, and all the best. Ich würde dann auch wieder in die deutsche Sprache wechseln. Freue mich, dass wir über die Aspekte, die wir jetzt gehört haben aus New York, auch hier auf dem Podium nochmal sprechen können. Wir haben jetzt doch einiges auch über die Konferenz gehört. Wir haben auch mehrmals heute schon gehört, dass die letzte internationale hochrangige Wasserkonferenz mehr als 40 Jahre her ist. Gleichzeitig haben wir gehört, wie unglaublich wichtig das Thema Wasser ist. Und das ist ja eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit. Alexia, wie kannst du dir das erklären? Warum hat es so lange keine internationale Wasserkonferenz gegeben? Und du hast ja vorhin auch durchaus ein bisschen kritischen Blick auf die Konferenz und das, was da wahrscheinlich eben vielleicht auch nicht rauskommen wird am Ende, was wirklich überprüfbar ist, geworfen. Liegt es vielleicht einfach auch daran, dass man so eine Konferenz gar nicht braucht? Was kann denn der Mehrwert dieser Konferenz sein? Ja, ich bin jetzt gerade total happy, weil so viele positiven, optimistischen Worte uns aus New York erreichen. Ich hoffe, ich kann genau diesen Optimismus mitnehmen in die nächsten Wochen. Nein, meine Kritik ist nicht daran, dass wir diese Konferenz nicht brauchen. Natürlich brauchen wir sie. Ich bin selber 85 geboren, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wie die komplette Historie abläuft, erinnere mich nicht und habe aber daraus, also auch von Kolleginnen und Kollegen gelernt. Und es ist natürlich nicht so, dass nie über Wasser gesprochen wird. Es ist auch nicht so, als würden die Vereinten Nationen jetzt nach 46 Jahren zum allerersten Mal wieder auf die Idee kommen, über Wasser zu sprechen oder auch über die Implikationen von Klimawandel und Wasser, über die multisektoralen Aspekte, das haben wir gesagt. Aber ich glaube, das ist genau auch so ein bisschen die Herausforderung von Wasser. Es ist eben überall und dann oft nirgends. Vor allem nicht, wenn es um Finanzierung geht, vor allem nicht, wenn es um die Implikationen geht, wie man wirklich Verbesserungen auch kollektiv vorantreiben kann. Wir haben mitten in den 90er Jahren den UNFCCC bekommen, wir haben die internationalen Weltklimarat, wir haben wissenschaftliche Institutionen, die sich konsequent und koordiniert um die Implikationen und die Folgen des Klimawandels kümmern und das einmal im Jahr zu Konferenzen kommt, wo genau das besprochen wird, in all den Implikationen, die das hat. So können wir dann Erfolge erzielen, Themen vorantreiben. Loss and Damage ist nicht vom Himmel gefallen, es war eine zivilgesellschaftliche und auch eine staatliche Bemühung nötig, um sowas zu erreichen. Das Gleiche gilt für große, große Erfolge in zum Beispiel im Gesundheitswesen. Was können wir daraus lernen im Wash-Sektor oder im Wassersektor? Vielleicht brauchen auch wir, auch in der Zivilgesellschaft, ein kollektives Verständnis von zentralen Best Buys, von zentralen Key Challenges, um uns dahinter einmal zu versammeln, um das dann auch zu pushen. Aber es hilft halt schon, wenn es auch Global Governance gibt und es hilft auch schon, wenn es Accountability gibt und es gibt halt keine Rahmenkonventionen. Wir haben die Menschenrechte. Ich habe 12 Jahre bei Amnesty die politische Arbeit geleistet, also die Verbindlichkeit von Menschenrechten ist auch sehr schwierig durchzusetzen, ganz grundsätzlich, aber das ist eben nicht anders bei sozialen Menschenrechten und das ist definitiv der Fall bei Wasser, Sanitärversorgung und Hygiene. Die Probleme sind bekannt, das haben wir jetzt gehört. Wir haben alle Delegierten können diese Zahlen, wir haben sie auch jetzt wieder gehört. Und es ist doch so erschreckend, dass, obwohl wir das wissen, dann keine großen internationalen Bemühungen entstehen, kein kollektiver Moment entsteht, wo man sagt, okay, dann, es kostet nach Berechnung der WHO und UNICEF ca. 9,6 Milliarden US-Dollar, um WASH in allen Gesundheitseinrichtungen in einkommensschwächsten Ländern zu erreichen. So. Das ist so wenig Geld im Verhältnis zu, was im globalen Gesundheitssektor ausgegeben wird, jedes Jahr. Das ist so wenig Geld für so viele Gesundheitsziele gleichzeitig.
Wir können dadurch die Infection Prevention Control verbessern. Wir können die Pandemic Prevention und Preparedness verbessern. Wir können natürlich die Maternal, also die Sterblichkeit von Müttern, die neugeborenen Gesundheit verbessern. Das ist alles durch diese eine Maßnahme verbesserbar. Aber es passiert nicht. Und es passiert eben auch deshalb nicht, weil wir eben diesen kollektiven Raum nicht haben, um solche Themen voranzutreiben, weil wir um Meetings mit den Delegierten bei diesen Konferenzen, würde ich sagen, betteln müssen, aber wir müssen schon mit sehr viel versuchen, durchstarten. Und natürlich hilft so ein Name wie WaterAid, so ein Treffen auch zu bekommen. Und das ist für viele kleinere Partner nicht so einfach möglich. Deswegen bringen wir die dann als Delegation mit, weil sie auch teilweise gar keine Akkreditierung kriegen. Und vor dem Hintergrund ist natürlich dieser Zugang und die Frage, welche Perspektiven hören wir denn in New York, so unglaublich wichtig. Es gibt eine Untersuchung oder eine Studie zum Beispiel, die heißt, da wurden über 1 Million Frauen in 114 Staaten gefragt, was wünscht ihr euch für eine sichere sexuelle reproduktive Gesundheit? Und der erste Wunsch war eine würdevolle Behandlung. Der zweite Wunsch war Wasser, Sanitärversorgung und Hygiene in Gesundheitseinrichtungen. Und ich glaube, dass wir deswegen solche Momente nutzen können, wenn wir es schaffen, tatsächlich häufiger und in einem anderen Rahmen uns dann gemeinsam hinter so einen Kurs zu stellen. Das können wir vielleicht auch lernen, aber es hilft eben, wie gesagt, schon auch, wenn es überhaupt diese internationalen Momente gibt und wenn wir dann auch eben die Accountability gesichert haben, die Nachverfolgbarkeit von Zielen. Und eine Sache muss man natürlich auch sagen, und da schließe ich auch die Zivilgesellschaft nicht aus, es gibt natürlich auch wichtige Fragen zu stellen, was passiert eigentlich, also was wird eigentlich implementiert und warum stehen so viele Sanitäranlagen in der Welt rum, die niemand benutzt? Warum gibt es so viele Toiletten auf der Welt, die kaputt sind oder die nicht benutzt werden? Warum gibt es so viele Handpumpen, hilf mir, Nevin, die gebohrt werden und Brunnen gebohrt werden, die dann nach 3 Jahren kaputt sind? Also was müssen wir auch anders machen? Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen der Punkt, den ich vorhin gesagt habe mit, wir haben jetzt ganz viele Commitments, aber sind es die richtigen Commitments? Und wer überprüft das eigentlich, dass diese Commitments gute Commitments sind? Wer bündelt das? Das sind so ein bisschen die Herausforderungen, die ich da sehe. Ansonsten, natürlich freue ich mich über inklusive Möglichkeiten von freiwilligen Verpflichtungen. Das heißt ja auch Commitments, das heißt nicht nur Beiträge, sondern schon auch, ne, man schreibt das schon auch auf. Das kann man dann nachlesen. Ja. Vielen Dank, Alexia. Das ist jetzt ein sehr guter Übergang zu meiner nächsten Frage an dich, Neven. Ich möchte nämlich so ein bisschen von der globalen Ebene jetzt auch auf die lokale Ebene runterkommen. Und wir haben ja heute schon sowohl von Finanzierung, dass die notwendig ist, gehört, aber auch Stichworte wie Verwaltung oder dann auch im Englischen Governance irgendwie gehört, die es ja nicht nur auf globaler Ebene braucht, sondern dann ja auch auf lokaler und nationaler Ebene vorhanden ist. Und mich würde tatsächlich mal interessieren, wenn du jetzt auch an die Länder, die Region denkst, wo du selber mit deiner Stiftung aktiv bist, was sind denn da wirklich die Probleme, die Herausforderungen? Ist es wirklich das Geld, dass das Geld fehlt? Oder woran scheitert es, dass eben nicht die Fortschritte erzielt werden bisher, die wir gerne erzielen würden? Also ich glaube, ein Teil ist immer auch Geld, aber es ist nicht der alleinige Teil, das zu sehen. Wenn wir uns mal lokale Behörde anschauen, dann sehen wir in der Regel, sind die also Wasserbehörden maßlos unterfinanziert. Dann sind da 2 Ingenieure vielleicht, die 100 oder 200 Wasserprojekte verantworten. Das geht halt einfach zeitlich nicht. Rein rechnerisch kann man da nicht wirklich anfangen zu planen, weil es so schon maßlos unter dem mit weniger Input da, als man da braucht. Also das ist auch eine Sache. Eine andere, die finde ich immer sehr wertvoll, sehr plastisch darzustellen, und die ist halt ein bisschen absurd, weil ich kann ja in Deutschland einen Vertrag unterzeichnen, eine Stiftung gründen, und 3 Wochen später kann ich schon Wasserprojekte in Anführungsstrichen Afrika realisieren. Ja? Ist absurd, also ist Wahnsinn. Und ich habe so selbst angefangen. Ne? Die Schwierigkeit, die damit einhergeht, ist, die lokalen Autoritäten, Behörden, ne, die müssen das dann abverwalten. Ja, jetzt kann man Deutschland, ein Land von Standards und Sachen, müssen ganz ordentlich sein. Alles muss nachgereicht und dokumentiert werden. Ich glaube, das kann man zum Teil auch in die Absurdität bringen. Doch das hat auch Vorteile, ne, wenn Standards gelegt werden, in der Hinsicht, als dass, wenn Bohrungen gemacht werden, wenn Projekte implementiert werden, dann sind auch die lokalen Behörden inkludiert.
Und das ist nicht immer der Fall. Ja? Also da ist auch sehr viel, was die lokalen Behörden dann noch, wo die hinterherlaufen müssen, ja? Wo keine zentrale Ablage für Informationen sind. Und stell mal sich vor, irgendjemand wirft hier Tausende von bunten Stiften hin, ja, oder viele verschiedene Leute kommen mit tausend bunten Stiften hin, schmeißen die dann alle auf einen Haufen und du in der Verwaltungsstelle musst das dann abverwalten. Good luck. Also es macht keinen Spaß. Da gibt es auch nicht das Capacity Building Programm, das dann die Leute dabei unterstützt. Das ist einfach schwierig. Wir plädieren auch deshalb dafür, dass die Qualität in unserem Sektor sich an Standards etabliert. Ne? Standards sind, glaube ich, sehr gut, sehr hilfreich. Ja. Allein die Standardisierung von Begrifflichkeiten, von den Nachhaltigkeitszielen helfen uns ja schon mal zu messen, wo wir sind. Hätte jeder irgendein Standard, da könnte man das ja gar nicht mehr vergleichen und sagen, ja, das ist Zugang zu Wasser und das ist nicht mehr Zugang zu Wasser. Genauso müssen wir auch für unseren Sektor dazu beitragen, dass wenn wir zusammen mit lokalen Behörden und innerhalb von nationalen Strategien arbeiten, in den Ländern, in denen wir nun mal auch sind, auch entsprechend dort die Standards gesetzt und auch respektiert und erfüllt werden. Das ist schwierig sicherzustellen aus der Seite der Länder oder der lokalen Behörden. Da müssten wir ein bisschen Finanzierung mit beisteuern und eben auch hierzulande gewissermaßen Aufklärungsarbeit leisten, damit wir als Akteure nicht uns selbst messen, das war jetzt ganz neu in einer Gruppe, in der ich war, wo es um WASH geht. So, das ist eine große Frage, wir als Entwicklungspartner, inwiefern auditieren wir unsere Arbeit selbst? Ja? Oder ist das ein bisschen unabhängiger? Ne? Das finde ich ist auch eine ganz hilfreiche Frage, die man sich stellen kann und die in der Zukunft sehr wertvoll ist und die sich aus dem wirtschaftlichen Bereich darauf auch, wo man sich davon was abschauen kann. Also so entlang dieser Kette, glaube ich, kommen wir ein bisschen nach vorne und vieles davon ist in unserer Machbarkeit. Dann braucht man nicht hoffen, dass da draußen noch sich ganz, ganz, ganz viel verändert, sondern das ist ein bisschen greifbarer als jetzt die ganz großen Ziele, die in den nächsten 15 Jahren dann aufgestellt werden, wo man sich peu à peu dahin bewegt. Ja, vielen Dank, Nevin. Ich möchte noch mal ein bisschen auf Querverweise, die wir zwischen Wasser, Sanitärversorgung und anderen Zielen für nachhaltige Entwicklung haben, zu sprechen kommen. Wenn wir uns jetzt das SDG 6, was ich in dem sag mal, plakativen Titel, der dann auch in diesem Icon, was man hier hinter mir sieht, dran orientiert, dann geht es da ja um sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen. Man könnte denken, vor allem soziale Zielsetzungen, und das ist natürlich auch unglaublich wichtig, aber wenn wir uns die Unterziele, die es dann ja auch noch gibt, anschauen, finden sich da ja doch auch einige ökologische Ziele, die sich mit Flussökosystemen beispielsweise beschäftigen. Anna, welche Rolle haben denn solche Flussökosysteme, welche Rolle hat Wasser in dem Kontext, sowohl mit Blick auch wieder auf den Klimawandel, also vor allem auf den Klimaschutz, aber auch auf den Erhalt von Biodiversität insgesamt? Also ich freue mich, dass ich gleich über Moore reden kann. Aber um nochmal davor das ein bisschen breiter aufzuspannen, Wasser ist ja die Grundlage von eigentlich allen Ökosystemen, damit die überleben können. Und Ökosysteme sind ja jetzt auch immer mehr im Fokus, gerade wenn es um Klimaschutz geht, weil wir ja nicht nur die Emissionen mindern müssen, sondern das, was wir einfach schon in die Atmosphäre gepustet haben, auch irgendwie binden müssen. Und da sind ja vor allem Wälder auch ganz, ganz entscheidend, um halt CO2 zu binden und auch andere Ökosysteme. Und um jetzt auf mein Lieblingsthema Moore zu sprechen zu kommen, Moore sind ganz, ganz wichtig für den Klimaschutz, nur leider nicht ganz so attraktiv anzusehen häufig wie Wälder und geraten deswegen immer so ein bisschen ins Hintertreff, aber haben halt ganz, ganz viele Vorteile, sowohl in Bezug auf Klimaschutz als auch Anpassung. Also in Bezug auf Klimaschutz sind sie praktisch eigentlich die Superstars, weil sie bedecken eigentlich nur 3% der Erdoberfläche, binden aber gleichzeitig 30% von dem Kohlenstoff, was in Landmasse gebunden ist. Und das macht sie halt so auf ihre Biomasse bezogen, doppelt so effizient wie Wälder. Also wenn man irgendwo CO2 verstauen möchte, weil man es leider schon freigesetzt hat, dann sind Wälder eigentlich die Ökosysteme, Moore, die das leisten können, vor allem Torfmoore. Und
Nicht, dass sie dann schon so viel für den Klimaschutz leisten. Sie können natürlich auch noch ganz viel für Anpassung tun und für Biodiversität, weil Moore sowieso eine Art Schwamm. Wenn es regnet, dann können Moore das aufsaugen und halt verhindern, dass es zum Beispiel Erdrutsche gibt, dass Wasser einfach abgespült wird und es zu einer Flut kommt. Also auch da helfen Moore uns Menschen, uns zu schützen und auch Flora und Fauna zu erhalten, weil Moore einen Platz bieten, den zum Beispiel irgendwie, ja, einen Platz, der jetzt einfach mit Zement zugeschüttet wurde, nicht bieten kann. Also dort können Tiere und Insekten weiterhin überleben, die ja für ein intaktes Ökosystem auch ganz, ganz entscheidend sind. Und deswegen, ja, Wasser ist ganz entscheidend für alle Ökosysteme und vor allem Süßwasserökosysteme, wie vor allem Moore, sind auch ganz, ganz entscheidend, um uns unseren Klimaschutzzielen gerecht werden zu können, um unseren Klimawandel anzupassen und um Biodiversität zu erhalten. Also ein Yay für die Moore als die Superstars. Vielen Dank, Anna. Ich habe noch ganz, ganz viele spannende Fragen auf meiner Liste und möchte ein oder zwei davon auf jeden Fall auch noch stellen. Ich möchte Sie alle im Publikum aber schon einmal ganz herzlich einladen, sich auch Gedanken zu machen über Fragen, die Sie dann gleich auch an unsere Panelistinnen und Panelisten beisteuern dürfen. Dazu an alle, die hier im Raum sind, allerdings schon mal auch der wichtige Hinweis, wie Sie ja mitbekommen haben, diese Veranstaltung wird live gestreamt bzw. online übertragen und dementsprechend, wenn Sie gleich eine Frage stellen möchten, dann geht das nur, wenn Sie quasi auch damit einverstanden sind, dass Sie dann nicht online zu sehen sind, aber Ihre Frage entsprechend auch online zu hören sein wird. Ich möchte zu einem Aspekt kommen, der, glaube ich, noch ganz, ganz, ganz wichtig ist, auch ein absolutes Querschnittsthema, aber gerade wenn wir über Wasser- und Sanitärversorgung reden, von enormer Bedeutung ist. Und ein bisschen ist es auch schon angeklungen, findet sich auch in einem der Ziele für nachhaltige Entwicklung ganz explizit benannt wieder, und zwar in dem Roten, was man da vorne vor der Bühne stehen sieht, nämlich Geschlechtergerechtigkeit. Wasser- und Sanitärversorgung ist unglaublich wichtig für Geschlechtergerechtigkeit. Warum ist das so, Alexia? Und was genau sind die Gründe dafür, dass Frauen und Mädchen zu denen gehören, die besonders darunter leiden, wenn ein Zugang eben nicht gewährleistet ist? Frauen leiden nicht nur darunter, die sind auch Expertinnen, was Wasser und Wassermanagement angeht. Darauf würde ich auf jeden Fall gerne auch zu sprechen kommen. Aber ja, natürlich, Frauen sind anders betroffen, massiv anders betroffen als Männer und Mädchen genauso auch, wobei Kinder allgemein auch zum Wassersammeln sozusagen beitragen. Aber Frauen sind in 8 von 10 Haushalten dafür zuständig, Wasser zu besorgen, zu verwalten. Frauen sind natürlich sehr häufig dann auf weiten Wegen unterwegs, auf gefährlichen Wegen, werden häufig Opfer von Gewalt und auch von sexualisierter Gewalt. Bei dem Wasser sammeln, bei dem Wasser, also müssen stundenlang anstehen für Wasser. Im Tigray habe ich jetzt gerade wieder eine Zahl, 4 Stunden im Schnitt warten Frauen auf Wasser. Ihr Kollege hat vorhin diese unglaubliche Zahl von 200 Millionen Stunden täglich, die Frauen auf Wasser warten. Und 266 Millionen kommen nochmal dazu, wenn man die Suche nach einem sicheren Ort, um sich zu erleichtern, dazu rechnet. Das gibt dann wieder wunderbare Ökonomen, die das auch nochmal umrechnen und dann einen wirtschaftlichen Schaden von 100 Milliarden Euro US-Dollar ausrechnen jährlich, die einfach Arbeitszeit oder Möglichkeiten zumindest für Erwerbstätigkeit dadurch verloren gehen. Genau, bevor ich Sie jetzt auch mit Statistik bombardiere, ganz grundlegend ist eben einfach wirklich, Frauen sind ganz anders betroffen, weil sie Wasser sammeln, aber sie sind auch betroffen, weil sie sich um kranke Angehörige kümmern. Wir haben vorhin schon über die Müttersterblichkeit gesprochen, die durch wie so eine einfache Maßnahme wie Wasser zum Händewaschen und sichere Sanitäranlagen in Gesundheitseinrichtungen verbessert werden könnte. Frauen sind auch zu 90% diejenigen, die sich in diesen Gesundheitseinrichtungen aufhalten. Nicht nur zum Gebären, sondern von der Putzkraft über die Hebamme, über die pflegenden Angehörigen, über die Ärztinnen, über die Krankenpflegerinnen. Zu 90% weltweit arbeiten Frauen im Gesundheitswesen. Und natürlich sind die es dann auch, die sich dort lebensbedrohlichen Keimen aussetzen müssen, viel mehr eben als Männer. Ja, ich glaube, das sind sehr, sehr wesentliche Punkte, sowohl wirtschaftlich als auch bei den Mädchen dann die Bildungsgerechtigkeit natürlich noch hinzukommt. Ganz wichtiger Punkt. Es gibt
weltweit 700 Millionen Schülerinnen und Schüler, die noch ohne Toilette auf die Schule gehen. Was das für Mädchen bedeutet, wenn sie ins Alter kommen zu menstruieren, können sie sich selber ausdenken. In der Häufigkeit gehen sie dann einfach nicht mehr in die Schule in der Zeit. Aber auch wenn dort Wasser fehlt, sind es wieder Schülerinnen und Schüler, die Wasser sammeln müssen und so weiter. Also deswegen sind Kinder und Frauen und Mädchen anders betroffen. Gleichzeitig sind sie aber eben auch Expertinnen und es ist eigentlich wahnsinnig, dass wir dann diese Expertise nicht nutzen, diese Perspektiven nicht viel, viel häufiger in Entscheidungsfindungen einfließen lassen, weil sie auch diejenigen sind, die als Erste feststellen, wenn Wasserquellen nicht mehr Wasser liefern, die als Erste wissen, wo es aber noch andere Wasserstellen gibt, um Wasser zu sammeln für ihre Gemeinden, die Anpassungsmaßnahmen lokal mitgestalten könnten. Und diese Perspektive, die müssen wir wirklich viel, viel häufiger und viel systematischer einbeziehen. Vielen Dank, Alexia. Neven, vielleicht auch an dich die Frage, wie macht ihr das in eurer Stiftungsarbeit? Ich weiß, wir haben uns irgendwann mal kennengelernt, haben gerade auch über diesen Aspekt unterhalten, dass es auch euch sehr wichtig ist, gerade Frauen als ja in der Entscheidungsfindung, wo man Projekte implementiert und Ähnliches einzubeziehen. Wie sieht das dann praktisch aus, gerade auch in Gesellschaften, wo Frauen vielleicht nicht eben die Lokalbehörde leiten, sondern man erstmal vielen Männern gegenüber sitzt. Ja, bei uns muss man sagen, wir arbeiten in ländlichen Regionen. Also wir haben nichts mit Städten zu tun oder Kleinstädten, sondern wirklich ländlich. Und da in Kenia, Tansania und Äthiopien haben auch eben Frauen weniger Stimme, die einfach aus der Historie bisher so sich herausgewachsen hat. Entsprechend gibt dann so ein Projekt nochmal eine Möglichkeit, das zu thematisieren. Ja? Und das ist ja das Schöne, Wasser hat sehr viele Querschnittsthemen und da finde ich auch, sollte man im Rahmen einer Projektumsetzung entsprechend das, was wirklich hilfreich und auch möglich ist, dazustellen. Ja? Und Gender spielt sich dann so aus, dass bei der Entscheidungsfindung wo der Brunnen oder wo die Bohrung dann stattfindet oder die Wasserentnahmestelle ist, Frauen mitentscheiden, weil wäre ja absurd, wenn die Männer entscheiden, die nicht mal das Wasser holen. Ja, also, aber würde man das nicht explizit ansprechen, wären es wahrscheinlich die Männer, die dann das entscheiden würden. Und eigentlich ist das so, wenn man darüber spricht, kann es eigentlich gar keinen anderen Weg geben. Das ist auch mittlerweile, ich glaube, die meisten Organisationen arbeiten so. Es gibt aber noch Organisationen, die nicht so arbeiten, ja, sondern die sagen, nee, wir möchten, uns geht es ums Resultat, wir wollen auch nicht die Kultur verändern. Das ist auch ein sehr sensibles Thema sicherlich. Aber was ich sagen kann von unserer Seite aus, die Kultur kommt darauf an, wen du fragst und wer sie verändern möchte. Auch da gibt es sehr laute Stimmen, die da sagen, wir möchten auch Frauen, also dass die Frauen generell einfach eine andere Rolle wahrnehmen möchten und die sollte man ihnen auch nicht blockieren, ja, was man tun würde, wenn man eben solche andere Traditionen pflegt. Genau, und also von der ersten Stelle, von dem ersten Projekt, wenn das überhaupt auch losgeht, bis hin zu dem Management und der langfristigen Verantwortung dieser Projekte sind Frauen integraler Teil. Beispielsweise gibt es dann immer ein Komitee von 6 bis 15, 16 Personen, wo dann auch eine Forderung ist, dass mindestens die Hälfte von Frauen besetzt wird. Ja, eigentlich sollten es noch mehr sein, weil einerseits, wie gesagt, die Beziehung zu dieser Wasserentnahmestelle oder diesem Wasserzugang, die hat vor allem die Frau, weniger der Mann. Und für den Mann jetzt ganz übertrieben gesagt, könnte es weniger eine Priorität haben, ob die Frau jetzt den Wasserzugang jetzt in 5 Minuten weit entfernt hat oder 3 Stunden weit entfernt hat. Ja. Deshalb ist das wirklich eine Stärke, die darauf aufgebaut wird, indem man die Personen dazu holt, die eher davon betroffen sind. Ja. Oder die eher auch eine Kompetenz und einen Willen und eine Motivation mitbringen, um das Projekt auch langfristig managen zu können. Generell, oder das, was ich auch so gesehen habe, ist die Energie, die da ist, von
vor allem Frauen, weil sie solche wichtigen Stakeholder sind in dieser Gruppe, ist auf einem anderen Niveau als bei den Männern. Und da Projekte nicht nur eine Finanzkomponente haben, sondern auch eine gewisse Motivation und Energie, sehen wir da Frauen als unsere strategischen Partner, wenn es auch darum geht, Resultate zu erzielen. Wenn ich noch einen weiteren Aspekt dazu nehmen darf, das Gleiche spielt sich auch nicht nur bei Frauen, sondern natürlich auch bei Mädchen wieder im Schulalter. Da ist das große Thema die Menstruation und wie wird das gemanagt und wie wird das enttabuisiert. Auch das ist etwas, was ohne Wash, also ohne Wasser, Sanitäranlagen und Hygienezugang ein bisschen theoretisch ist. Ja, wenn man über Hygiene spricht, man hat aber gar kein sauberes Wasser. Also stell dir mal vor, du hast Seife, stell dir mal vor, du hast ganz viel Wasser, so viel, dass du dir die Hände damit waschen kannst. Ist das nicht greifbar. Ja, entsprechend im Rahmen eines solchen Projekts auch diese Themen mit zu integrieren und als Bestandteil eines solchen Wash-Clubs, der sich dann auch auf Schulebene bildet, birgt großes Potenzial. Ne? Weil auch da die Energie von Kindern generell ist wiederum besser als von den Erwachsenen und dann auch ganz besonders von den Mädchen, die dann auch endlich ein Trigger Möglichkeit bekommen, um das, was für sie wichtig ist, jetzt mal anzugehen und das im Rahmen einer größeren gesellschaftlichen Veränderung ist enorm wertvoll und dazu raten wir auch dringend. Anna, auch hier wieder Klimawandel verschärft die Situation ja gerade auch für Frauen und Mädchen noch weiter, oder? Genau, du hast es eigentlich schon sehr gut zusammengefasst und was meine beiden Vorredner schon gesagt haben, das wird durch den Klimawandel nur noch dringlicher, dass da tatsächlich auch Handeln reinkommt, weil Frauen sind ja, wie schon erwähnt, vor allem für die Wasserversorgung häufig zuständig, aber auch in der Landwirtschaft häufig tätig und der Klimawandel macht den Job, Wasser zu beschaffen, aber halt auch basierend auf Wasser Landwirtschaft voranzutreiben, einfach ungleich härter, was weniger Zeit für Bildung und Lohnarbeit, alle möglichen anderen Tätigkeiten übrig lässt. Also der Klimawandel macht dieses Problem noch brisanter und wir haben da nicht irgendwie noch ein bisschen Zeit, um uns drum zu kümmern, sondern die Zeit ist so ein bisschen am Ablaufen. Und was auch nochmal, du hattest ja über Sanitärsysteme gesprochen, da ist der Klimawandel-Impact natürlich auch nochmal ganz, ganz drastisch, weil Fluten oder Dürren machen ja nicht nur Felder kaputt oder spülen Straßen und Brücken weg, sondern die zerstören ja auch einfach Sanitärinfrastruktur, wovon dann vor allem Frauen nochmal extrem betroffen sind, weil Sanitärversorgung nicht mehr gewährleistet ist, weil die Gesundheitsversorgung zusammenbrechen kann. Also auch im Sanitärbereich hat der Klimawandel Auswirkungen, die ja extrem sind. Und deswegen ist der Klimawandel so ein Katalysator, der einfach nochmal zeigt, dass es jetzt dringlich Bedarf besteht zu handeln. Und du hattest ja auch über Frauen gesprochen, die auf lokaler Ebene sich einsetzen. Aber Frauen müssen ja auch auf nationaler Ebene und auch international Gehör finden. Und zum Beispiel die GIZ setzt sich dafür ein, dass entsprechend Bildungsangebot für Frauen geschaffen wird, damit es halt auch mehr Ingenieurinnen gibt und auch viel mehr Frauen die Möglichkeit bekommen, auf nationaler Ebene sich dafür einzusetzen, dass zum Beispiel Menstrual Hygiene mehr thematisiert wird, dass Infrastruktur nicht nur auf die Bedürfnisse von Männern gebaut wird, sondern tatsächlich auch Frauenbedürfnisse mit einbezogen werden und einfach insgesamt mitreden können, weil Frauen natürlich nochmal eine andere Perspektive mitbringen können. Und finde es deswegen ganz, ganz wichtig, dass Frauen auf allen Ebenen beteiligt werden und halt auch Changemaker gesehen werden, weil gerade als ich im Wassersektor gestartet bin, vor allem immer dieses Frauen als Betroffene, die müssen so weit laufen fürs Wasser, so im Vordergrund stand und diese Perspektive von Frauen, die können so viel mitbringen, können wirklich was verändern, einfach nicht so stark thematisiert wurde. Und ich finde, jetzt, wo wir ja auch eine feministische Außenpolitik haben, eine feministische Entwicklungspolitik, ist es auch gerade auch der Moment, um im Kontext des Klimawandels, wo die Probleme verschärft werden, Frauen noch mit den Lösungen mit einzubeziehen. Ja. Vielen Dank, Anna. Hab noch immer das Bild irgendwie im Kopf, was du genannt hast, dass durch den Klimawandel oder auch durch Naturkatastrophen grundsätzlich natürlich auch Sanitäreinrichtungen, Wassereinrichtungen zerstört werden. Was dann natürlich erstmal bedeutet, diese Einrichtung ist nicht mehr da, kann nicht mehr genutzt werden, aber natürlich auch massive Folgen für die Gesundheit hat, weil nicht überall auf der Welt eine Toilette ja unbedingt so aussieht wie bei uns und dann wird alles ordentlich entsorgt, sondern das, was da gesammelt wird, das wird ja dann irgendwie auch vor Ort gesammelt und verteilt sich dann plötzlich
in den Häusern und auf den Straßen der Menschen. Ich weiß nicht, ob du dazu ganz kurz, weil ich weiß, dass das ein ganz wichtiges Thema auch für dich ist, Alexia, noch mal ganz kurz was sagen möchtest. Und dann würde ich aber auf jeden Fall auch Fragen aus dem Publikum einbeziehen. Die Zeit ist jetzt schon wirklich fortgeschritten. Ich hoffe, es ist für alle in Ordnung, wenn wir irgendwie 10 Minuten, 15 Minuten länger machen, weil ich glaube, es gibt noch so viele Aspekte, über die man sprechen kann. Aber weil das jetzt gerade einfach so eine Vorlage war und ich weiß, dir ist es ein ganz großes Anliegen, auch darauf, auf diesen Aspekt hinzuweisen, vielleicht kurz an der Stelle noch mal an dich das Wort. Auch auf Gesundheitsaspekte quasi hinzuweisen. Ja, das ist ein bisschen lachend, dass Fäkalien, die rumschwimmen, mein Steckenpferd, die man anscheinend sind. Nein. So war das nicht. Ich weiß, dass wir uns vorher immer mal wieder auch über den Aspekt Gesundheit unterhalten. Genau, natürlich. Haben. Und ich glaube, man muss das Ganze wirklich kurz machen. Also wir sehen es aktuell beispielsweise in Malawi. Wir haben jetzt so viele Cholera-Ausbrüche dieses Jahr wie im letzten gesamten Jahr gehabt. Einfach, also das kann man einfach, ich glaube, ich da auch bei belassen. Das ist, wir haben einen tropischen Sturm, der jetzt zweimal gleich vorbeigekommen ist in einem Monat. Die Stürme werden massiver, die Zerstörung ist wichtig und deswegen ist es auch so wichtig, klimaresiliente Infrastruktur zu bauen. Und ja, ein wichtiger Punkt vielleicht auch nochmal, und da sind wir bei multisektoralen Ansätzen und auch UN-Organisationen, die sich für Wasser, mit Wasser beschäftigen. Und das tun ja wirklich viele, ich glaube fast 30 UN-Organisationen. Und eine davon ist natürlich auch der Weltklimarat. Und seit 2014 hat der Weltklimarat die Empfehlung abgegeben, dass die Bereitstellung von Waschinfrastruktur, klimaresilienter Waschinfrastruktur für Gesellschaften eines der Best Buys und der kosteneffizientesten und am schnellsten wirksamen Möglichkeiten für die Resilienzbildung, also für die Widerstandskraft von ganzen Gemeinschaften gegen den Klimawandel darstellen. Warum? Weil die Gesundheitsauswirkungen für diese Gemeinden so viel besser sind, wenn sie Wash haben. Die sind dann grundsätzlich gesünder und damit natürlich auch besser in der Lage, mit Schocks umzugehen, sei es Klimaschocks, sei es Gesundheitsschocks, also eine Pandemie, eine Epidemie, ein Ausbruch. Und natürlich ist auch die Gesundheitsinfrastruktur nicht so überlastet und kann dann besser damit umgehen. Also kurzum, ich glaube, es wird häufig daraus die Schlussfolgerung gezogen, dass wir klimaresiliente Wash-Infrastruktur bauen müssen, beziehungsweise existierende Wash-Infrastruktur klimaresilient machen müssen, und das stimmt. Das bedeutet zum Beispiel, Lebenszykluskosten anders zu berechnen. Das bedeutet natürlich, Ersatzteile vorzuhalten. Das bedeutet, Menschen, Frauen auszubilden, wie man diese Ersatzteile dann auch einsetzen kann, wie man ein System wieder live kriegt, nach einer Überschwemmung beispielsweise, wie man septische Tanks, die überlaufen, reinigt, damit alles wieder funktioniert. Aber es bedeutet eben auch, neue Wash-Infrastruktur zu bauen. Und ich glaube, das ist so ein Aspekt, der geht häufig gerade wiederum in dem Klimakontext, in der Klimafinanzierung unter. Weil das ist ja ein anderer Sektor. Das ist dann der Wash-Sektor. Der baut jetzt bitte neue Wash-Infrastruktur. Die Klimaadaption, die kümmert sich um die Anpassung dieser bestehenden Infrastruktur, um sie klimaresilient zu machen. Und das ist natürlich eine völlig vertane Chance. Und ja, genau. Ich glaube, da lasse ich, sonst werde ich jetzt hier ausschweifend. Vielen Dank, Alexia. Gibt es denn Fragen hier im Raum oder eventuell ansonsten auch online? Ich weiß nicht, ob es die Möglichkeit gibt, hier vorne auf den Screen einfach die Fragen nochmal zu projizieren. Aber erstmal hier in den Raum geblickt. Gibt es Fragen an unser Podium? Trauen Sie sich ruhig. Ja, dort gibt es eine Frage. Es kommt auch ein Mikrofon. Genau. Guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin jetzt keine Wasserexpertin, aber ich habe jetzt gerade Ihre Stiftung angeschaut und habe gesehen, Sie bauen Brunnen. Und ich war selber in Äthiopien schon vor 16 Jahren, 17 Jahren und würde Ihnen nachher gerne einen damaligen Freund, der mit mir dort war und in der Wasserbaubranche als Professor, Ingenieur inzwischen tätig ist und auch in Tansania und überall in Afrika, also sehr viel Wissen hat, und ich glaube, das wäre ein kompetenter Ansprechpartner für Sie. Ich versuche, die Leute in Verbindung zu bringen. Ja, also ich habe jetzt noch nie was über eine Wasserkonferenz gehört
und dass es erst die zweite ist, die es gibt. Ich war auch in Südafrika und habe das Problem in den letzten Jahren mitbekommen. Zu der Zeit, als ich dort war, in den 90er Jahren, gab es noch keinen Schnee in Südafrika. Das gibt es jetzt inzwischen auch in gewissen Regionen. Und die hatten jetzt auch vor ein, zwei Jahren vom Präsidenten eine Anweisung, sie müssen Wasser sparen. Also diese Dinge, sie regen mich jetzt hier gerade sehr an in verschiedenen Gedanken und in verschiedenen Ländern. Aber ich würde nachher gerne auf Sie zukommen und Ihnen mal den Namen, den Ansprechpartner für Ihre Projekte geben und werde mich dann bei Ihnen einlesen und sehr schön. Vielen vielleicht Dank auf Sie zurückkommen. Und was ich auch gut fand, das möchte ich einfach als Kommentar anbringen, dass Sie jetzt dieses Thema mit den Frauen ansprachen. War für mich persönlich ein bisschen unangenehm, aber ist tatsächlich wichtig. An das habe ich gar nicht gedacht, als ich im Dorf in Äthiopien war, selber in den, also da gibt es nichts und über sowas habe ich mir damals gar keine Gedanken gemacht. Ich bin auch deswegen jetzt hierher gekommen, weil ich gedacht habe, huch, Wasserversorgung, Afrika und überall, und weil ich so gedanklich dann immer da bin, wo ich war. Wie Sie im Dorf, da wo ich war, einen Brunnen bauen wollen, wo sie 10 Kilometer zu Fuß oder 15 Kilometer unterwegs sind, ist mir ein Rätsel, weil die Bodenerosion so stark ist. Und sie brauchen natürlich wirklich Experten und auch Firmen, die das unterstützen finanziell. Ich habe da auch so meine Erfahrung, aber ich werde mich, wie gesagt, bei Ihnen noch einlesen. Vielen Dank aber noch für Ihren Vortrag. Genau. Vielen Dank. Ist immer schön, wenn so eine Veranstaltung auch dazu beiträgt, zu netzwerken. Und zumindest die hier vor Ort sind, haben ja gleich auch im Anschluss dann noch die Möglichkeit, das weiter zu tun. Gibt es weitere Fragen hier im Raum? Ja. Dankeschön. Ich hätte eine Frage, Frau Knappmann. Sie hatten gesagt, dass da können keine politischen Entscheidungen getroffen bei dem jetzigen Konferenz der UNO. Und ich wollte das hier mit den strukturellen Kapazitäten der UN thematisieren und fragen, was würden Sie sich wünschen? Wir haben gehört, dass hier kommt wahrscheinlich ein Water Envoy, eine Entscheidung diese Woche. Was würden Sie sich wünschen, damit die UN besser mit der Wasserfrage umgehen kann? Vielleicht, wenn ich ganz kurz dazwischen grätschen darf, für alle, die sich mit den UN-Begrifflichkeiten nicht so gut auskennen, Water Envoy bedeutet quasi auf Deutsch Sonderbeauftragter der Vereinten Nationen für das Thema Wasser. Aber jetzt für dich an die Antwort. Ist eine sehr spannende Frage. Ich bin auch sehr gespannt. Was ich mir wünschen würde, ist auf jeden Fall bezüglich des Envoys, dass es eine Frau wird, dass sie aus dem globalen Süden kommt. Dass tatsächlich das Mandat dann auch klar definiert ist und dass sie die Möglichkeit bekommt, ich gehe einfach mal davon aus, dass es eine Frau wird, dass sie die Möglichkeit bekommt, tatsächlich dann auch verschiedene Perspektiven einzubeziehen in ihre Arbeit, ähnlich wie das vielleicht Sonderberichterstatter im Menschenrechtsrat haben. Und dann tatsächlich, ich weiß nicht genau, was für eine Möglichkeit existiert. Tatsächlich gibt es ja Möglichkeiten, auch Menschen zu Recht zu verhelfen. Vielleicht gibt es da eine Komponente. Bezüglich der Water Action Agenda, ich weiß gar nicht, ob ich der Person wünschen möchte, dass sie dafür verantwortlich wird, das nachzuhalten, was da sozusagen alles steht. Und wir haben ja gehört, alleine die schwedische Delegation hat 43 oder 34, also sehr, sehr viele Vorschläge gemacht, was super ist, mit Sicherheit. Aber wenn man sich das mal hochrechnet, dann sind da eine Menge Vorhaben sozusagen nachzuhalten. Und da bin ich einfach auch sehr gespannt, sozusagen, welche Möglichkeiten es gibt, dann auch für diese Person eine koordinierende Rolle zu spielen. Tatsächlich auch, ich bin auch gespannt, ich habe jetzt zum Beispiel zum ersten Mal gehört, dass es in 5 Jahren direkt eine eine Follow-up-Konferenz geben im Verhältnis zu 46 Jahren. Das ist natürlich ein Riesenfortschritt, weil wir ja gesehen haben, wenn in einer Konferenz ein Erfolg noch nicht möglich ist, dann ist das natürlich eine Möglichkeit für die Zivilgesellschaft, für die politischen Stakeholder auch, die sich auch seine Kurs verschrieben haben. Ich denke jetzt schon wieder an die Loss and Damage beispielsweise, die natürlich auch schon einen sehr, sehr langen Vorlauf hatten, bis sie dann tatsächlich auch zum Erfolg bei einer COP geführt hat. Und sowas dann voranzutreiben, solche Initiativen, das wäre natürlich schön, wenn das gelingt und auch besser gelingt. Ansonsten ist es halt wirklich, wir sind an einem Punkt, wo die Fakten vorliegen, wir sind an einem Punkt, wo auch mehr und mehr das Acknowledgement, die Anerkennung dessen, dass multisektorale Ansätze gebraucht werden, in eigentlich fast allen Sektoren da ist, und dann wird sich halt häufig um das Geld gestritten.
Und deswegen ist es natürlich wirklich wichtig, dass es Vorhaben gibt, die oder Personen gibt oder Autoritäten gibt, die so ein Thema auch wirklich vorantreiben können und noch nachhalten können und auch mit politischen Stakeholdern über ihre Verantwortung sprechen können. Und das würde ich mir wünschen, auch im Wassersektor. Vielen Dank. Da oben noch eine Meldung und dann haben wir dort noch in der Mitte eine Meldung. Ich würde sagen, die beiden nehmen wir noch dran, sammeln wir vielleicht auch und machen dann noch mal eine Runde auf jeden Fall hier auf dem Podium. Hallo, ja, mein Name ist Ayun Korset. Ich finde es super, dass ihr so viele Beiträge hier gemacht habt. Ich habe eine Frage, denn ich komme aus Norwegen und das regnet es sehr viel und es gibt sehr, sehr viel Wasser. Aber das, was wir dann auch feststellen, ist, dass ja, mit Wasserverschwendung, da bringt es eigentlich nicht, wenn wir zum Beispiel Wasser sparen, weil das führt nicht automatisch dazu, dass Wasser in anderen Gebieten irgendwie automatisch dann besorgt werden. Und deshalb wollte ich fragen, was wir so in als Einzelperson einfach hier so machen können, damit, also so ja, wie gesagt, Wasser einfach sparen, hilft vielleicht nicht, aber wie können wir dann als Einzelperson in Ländern mit sehr viel Wasser auch machen, damit es ja so bessere Möglichkeiten für andere gibt, das zu genießen. Danke. Vielen Dank. Während das Mikrofon jetzt zur nächsten Person wandert, beantworten wir vielleicht doch schon mal hier auf dem Podium kurz. Wer möchte denn dazu antworten? Anna? Alle? Okay, dann gerne alle mit Bitte, aber um kurze Antwort. Ja, auf jeden Fall gerne kurz. Es gibt von den UN einen Lazy Persons Guide for, no, a Guide for Lazy Persons to Save the World oder so ähnlich. Googeln Sie es, Sie werden es finden, wie es genau heißt. Und da gibt es auch tatsächlich ein Kapitel zu SDG 6 und dann gibt es verschiedene Level. Also ich finde, das ist wirklich brillant gemacht, was man von der Couch machen kann, was man sozusagen in seiner Community machen kann, welchen Beitrag man auch dann politisch leisten kann und eben auch global. Was man auf jeden Fall natürlich auch in Norwegen machen kann, ist Secondhand zu shoppen. Also der globale Fußabdruck, den globalen Fußabdruck zu Wasser zu reduzieren. Natürlich können wir alle über unseren Fleischkonsum nachdenken. Ich höre jetzt auf, sonst kriegen wir wieder keine Spenden. Aber es ist wirklich wichtig, sich das vor Augen zu führen, ja, die Implikationen, den Wasserfußabdruck von tierischen Produkten, gerade in der Massentierhaltung und gerade in unseren Kulturkreisen. Im Übrigen auch über Gesundheit, aber dann werde ich jetzt wieder sehr lang. Und das andere ist halt wirklich dann, sich darüber Gedanken zu machen, ja, was sozusagen die Produkte, die wir konsumieren, einfach für einen Wasserfußabdruck haben, weil diesen Fußabdruck, den spüren die Menschen in anderen Regionen jetzt schon. Ich wollte eigentlich was in eine ähnliche Richtung sagen, dass es natürlich, also es gibt ja auch Webseiten, wo man sich informieren kann, wie es um den Wasserstand, wo man persönlich lebt, steht, in der Region, wo viel Wasser vorhanden ist, ist Wassersparen vielleicht nicht der richtige Ansatz. Aber ich hatte zum Beispiel einfach aus Spaß mal nachgeschaut, wie es denn in Bonn aussieht. Und in Bonn sieht es nicht gut aus, was Wasser angeht. Heißt, für mich persönlich macht Wassersparen zum Beispiel doch deutlich mehr Sinn. Und es macht ja auch beim Wassersparen teilweise Sinn, weil dadurch weniger Energie verbraucht wird, zum Beispiel in der Wasserversorgung. Das ist, ich weiß jetzt nicht, wie groß das Problem in Deutschland ist, aber zum Beispiel in Jordanien ist der Wasser- und Abwasserbereich der größte Energiekonsument. Und da macht es natürlich Sinn, nochmal darüber nachzudenken, wie man das Ganze effizienter gestalten könnte. Und was du auch schon gesagt hast, darüber nachzudenken, wo man irgendwie unsichtbares Wasser importiert, was nicht sein müsste, konsumiert, was nicht sein müsste, sei es irgendwie über Klamotten, die man vielleicht nicht braucht, über Lebensmittel, also da kann man ja auch drüber nachdenken, ob jetzt die Mandelmilch, die von weit her kommt und sehr viel Wasser braucht, vielleicht im Vergleich zu Hafer besser wäre. Also da gibt es sehr viele Konsumentscheidungen, die aber auch, wie ich persönlich finde, manchmal recht, man muss sich einfach viel informieren, um bewusst konsumieren zu können. Und vielleicht ist dann statt Wasser sparen, wenn dort viel Wasser vorhanden ist, das auch der bessere Ansatz. Aber ich glaube, über diese globalen Implikationen nachzudenken, macht es auf jeden Fall einfacher, um nochmal zu überlegen, wie man auch globale Wassersicherheit gewährleisten kann. Ich wiederhole mich auch nicht, ne? Wir lesen alle die gleichen Sachen. ich glaube, was ganz hilfreich ist, ist zu überlegen, ich glaube, da spreche ich für uns alle, es geht nicht ums Wasser alleine. Ja, wir sprechen zwar als Wasser als ein Thema, dass das greifbar ist, für uns geht es immer um die Menschen oder die Umwelt, wie auch immer, um gesellschaftliche Entwicklung und vor allem die Leute da abzuholen, die am weitesten, also die eigentlich für unsere Entwicklung bezahlen, weil Wasser ist am Ende des Tages ein Entwicklungs-
Motor bzw. Entwicklungstreibstoff. Wer es hat, der kann sich wirtschaftlich, der kann sich persönlich und gesellschaftlich weiterentwickeln. Ja? Wenn man das mal abstrahiert auf das nächste Niveau, geht es nicht nur ums Wasser. Alles, was du tun kannst, um möglichst wenig unfair, weil auf diesem Niveau befinden wir uns, zu handeln, umso besser ist es. Und du bist Konsument, du bist politischer Akteur, du bist auch zivilgesellschaftlicher Akteur. Und da gibt es super viele Möglichkeiten, wirklich Awareness zum Thema zu bringen. Ich meine, wir alle sind jetzt heute Abend hier, um Awareness zum Thema zu bringen. Und das kann man auch im Freundschaftskreis wunderbar. Ja, vielen Dank. Das hätte jetzt auch schon eine gute Schlussrunde tatsächlich sein können. Aber wir haben noch eine Frage, die wir auf jeden Fall noch mitnehmen. An der Stelle würde ich auch gerne anknüpfen wollen, und zwar dem Zusammendenken von SDG 5 und 6. Es kam vorhin zur Sprache, dass die Ministerin Schulze und Baerbock Anfang des Monats ihre Strategien für feministische Entwicklungszusammenarbeit, Entwicklungspolitik und Außenpolitik vorgestellt haben. Und daher wäre meine Frage, in welcher Form das politische Engagement des BMZs gestärkt werden müsste, was Sie sich persönlich, vor allem jetzt auch Frau Berg, wünschen würden, wie muss das BMZ ansetzen, um eben SDG 6 noch stärker in den Fokus zu nehmen, und auch inwiefern kann eine stärkere Politikkohärenz zwischen den Ressorts geschaffen werden, um SDG 6 stärker auf der Agenda zu haben. Vielen Dank. Auch hier jetzt vielleicht wieder mit Bitte um möglichst kurze Antworten. Noch einmal die Runde, dass all diejenigen von euch, die noch was sagen wollen, darauf. Ach so. Okay, dann. Entschuldigung, ja. Also ich arbeite ja für die GZ, deswegen kann ich natürlich nicht für das BMZ sprechen. Das schon mal vorab. Ich denke, dass Wasser und Gender ja sehr, sehr eng zusammenhängen und dass gerade Frauen als stärkere Akteure im Kontext Wasser in den Fokus zu nehmen, natürlich auch eine Priorität des BMZ ist. Das BMZ hat ja zum Beispiel letztes Jahr auf der Weltklimakonferenz den Wasserpavillon unterstützt. Dieses Jahr wird es hoffentlich den dritten Wasserpavillon geben. Das BMZ ist da von Anfang an dabei. Gleichzeitig finde ich es schockierend, dass dieser Pavillon halt erst seit 3 Jahren existiert, obwohl Wasser und Klimawandel so eng zusammenhängen. Und da hat das BMZ sich auch sehr unterstützend ausgesprochen für eine Session, wo es um Empowered Resilience ging, also wo die Rolle von Frauen hervorgehoben wurde und wie die in verschiedenen Bereichen zu mehr Klimaresilienz im Wasserbereich beitragen können. Und ist ja auch engagiert, wenn es darum geht, im Initiativthema des BMZ, ja, das Wasserthema und feministische Entwicklungspolitik stärker zusammenzubringen. Ich kann aber, wie gesagt, nicht für das BMZ sprechen, wo genau, bei welcher Politik und welcher Hebel genau getätigt werden müsste. Aber es ist ja auch im Rahmen der Diskussion zur Sprache gekommen, dass Frauen und Sanitär und Wasser eng miteinander verknüpft sind und dass da auf jeden Fall dran gearbeitet wird. Ja, ich glaube, ihr könntet da beide auch noch tatsächlich zu ergänzen. Ich weiß, dass wir über das Thema feministische Außenpolitik vorher auch gesprochen haben, aber mit Blick auf die Zeit vielleicht belassen wir es an der Stelle dabei und haben ja dann auch zumindest diejenigen, die hier im Raum sind, gleich noch die Möglichkeit, uns beim Empfang weiter auszutauschen. Ich hätte auch noch ganz, ganz, ganz viele Fragen auf meiner Liste gehabt, die mich sehr interessiert hätten. Es gibt, glaube ich, noch zu ganz vielen anderen Zielen für nachhaltige Entwicklung Verbindungen, die man aufzeigen kann. Wir haben natürlich auch viel über die Menschen heute gesprochen, die eben keinen Zugang zu Wasser, Sanitärversorgung haben. Ich hätte es auch nochmal sehr, sehr spannend gefunden, auf die Menschen zu gucken, die ja jetzt nicht nur über Stiftungen, sondern wirklich on the ground, Sanitation Workers würde man im Englischen sagen, irgendwie einen Beitrag dazu leisten, auch unter oft ja schwierigen menschenrechtlichen oder schwierigen Bedingungen die Situation zu verbessern. Das sage ich nicht nur, weil ich selber ein Handwerkskind bin und mein Vater Gas- und Wasserinstallateur ist, dass mich das interessiert hätte. Aber das sind nur einige wenige Beispiele, über die man, glaube ich, noch sehr, sehr lange hätte auch reden können, die mir aber auch nochmal gezeigt haben, wie sehr Wasser ein Querschnittsthema ist. Und ich glaube, wir haben heute zumindest so ein paar Scheinwerfer werfen können, Scheinwerferlichter werfen können auf einzelne Aspekte und vielleicht auch den oder die eine andere anregen können, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Von daher ganz, ganz vielen herzlichen Dank an alle hier im Raum, an alle online und natürlich vor allem an euch hier auf dem Podium fürs Dabeisein. Und ich wünsche jetzt allen noch einen schönen Abend und die hier sind, noch einen
schönes Netzwerken, und zwar in der zweiten Etage oder in der ersten Etage vom Erdgeschoss aus gesehen. Dort gibt es dann noch einen kleinen Empfang und da freue ich mich noch auf den Austausch mit euch und mit Ihnen. Oliver, vielen, vielen Dank. Das Gespräch war wunderbar und spannend. Wir hätten noch eine Stunde drauflegen können und viele Themen haben wir noch nicht besprochen. Aber wie gesagt, der Abend ist nicht vorbei. Wir treffen uns jetzt zwei Treppen weiter oben. Da gibt es einen Empfang.